Freunde des Laufsports finden in Hannover und der Region ja immer wieder Gelegenheit, ihre Konditionen unter Beweis zu stellen. Denken Sie nur an den Hannover-Marathon oder den jährlichen Silvesterlauf um den Maschsee. Und der Maschsee wird jetzt wieder zur Laufstrecke. Am kommenden Mittwoch startet dort der Suchthilfelauf 2013. Das Ganze für einen guten Zweck. Der Erlös geht an Suchtkranke und von Sucht betroffene Menschen. Manja Eisenberg berichtet. 9-mal hieß es Anti-Suchtlauf. Nun heißt es Suchthilfelauf. Zum 10-jährigen Jubiläum hat die STEP die jährliche Veranstaltung umgetauft. Bis zu 800 Menschen laufen gemeinsam einmal um den Maschsee, um vor allem für mehr Akzeptanz von suchtkranken Menschen zu werben. Es ist ein Lauf für ein gesundes Ich. Wir möchten gerne das Thema Suchtabhängigkeit, Suchtmittelmissbrauch in der Gesellschaft thematisieren. Wir möchten aber auch Betroffenen, Angehörigen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, an einer öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen. Für uns ist das ein Beitrag zur Inklusion. Für uns ist das aber auch die Möglichkeit, auf Prävention, auf Aufklärung, Informationen aufmerksam zu machen, auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen und das Thema Sucht und Suchtmittelmissbrauch ein wenig stärker in der Gesellschaft zu thematisieren. Die diesjährige Schirmherrschaft übernimmt Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt, die traditionell das Suchthilfe-Laufshirt 2013 übergeben bekommen hat. Das ist deshalb für mich eine sehr wichtige Schirmherrschaft, weil das Thema Drogenabhängigkeit ja häufig ein bisschen ein Schmuddelthema ist, über das die Menschen nur ungern nachdenken. Und ich finde es deshalb besonders wichtig, dass das wieder in den Fokus der Öffentlichkeit kommt, dass es natürlich noch immer Drogenabhängigkeit gibt, dass Menschen dort immer noch Unterstützung brauchen. Und das ist mir ein Anliegen, das auch öffentlich zu transportieren. Am 29. Mai wird um 18 Uhr der Startschuss von Herbert Schmalstieg gegeben. Das Startgeld beträgt 10 Euro, von denen man das offizielle Suchthilfe-Laufshirt bekommt.